Jo Freunde, was geht ab? Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Oder auf unserem Kanal, würde ich da eher sagen. Ne, es ist krass. 2680, also über 2680 Abonnenten. Ist einfach insane, Freunde, was hier abgeht, wie krass euer Support ist. Und dafür bedanke ich mich wirklich vom ganzen Herzen. Und dieses Video behandelt das Thema Mini-Battle-Pässe. Ja, Leute. Die Mini-Battle-Pässe in Fortnite sind ja tatsächlich jetzt schon üblich eigentlich. Und warum werden die von einigen gehatet? Das ergibt eigentlich für mich überhaupt keinen Sinn. Aber Freunde, wir werden uns mal anschauen, welche Mini-Battle-Pässe es gab. Und natürlich, was die für das Game bringen, ne? Das kommt eine Kollabo so und so mit rein, mit Waffen und so. Das werden wir uns anschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, quatschen wir nicht lange und starten direkt. Mini-Battle-Pässe gab es ja noch von gar nicht Anfang an. Mini-Battle-Pässe in Chapter 1, kein Chapter 2, kein Chapter 3. Das erste Mal, ja, wissen ja viele gar nicht. Chapter 4 hat zwar so die große Welle und jede Season quasi eingebracht, aber der Starter für das Ganze war Dragon Ball, Freunde. Dragon Ball in Chapter 3, Season 3. In der Vibing Season, die Dragon Ball Kollabo, da hatten wir natürlich dieses Kissen oder diese Wolke, mit der wir fliegen konnten und einmal natürlich die Waffe, mit denen wir in den Gegner reinschallern konnten, die sehr, sehr gut war. Chapter 3, Season 3. Und das war der allererste Mini-Battle Pass, ne? Tatsächlich in Chapter 3, Season 3, also echt schon lange her, Sommer 2022, so also ungefähr 2022 Sommer oder gegen Ende, ne? Und war mega cool, ne? Und dann in Season 4 aus Chapter 3 nicht, aber dann mit Chapter 4 wurde es tatsächlich ordentlich reingeschallert. Also fangen wir nochmal ganz von vorne an. Nur mal, damit ihr wisst, Start war Chapter 3, Season 3 mit Dragon Ball. Da gab es auch eine eigene Map. Auf der Map konntet ihr euch einen Gleiter freispielen, kostenlos. Der ist heute für 2000 V-Bucks oder 1500 im Shop, wenn ihr euch den gönnen wollt, ne? Und das Ganze ist richtig, richtig cool, meiner Meinung nach. Dragon Ball hat den Start gemacht mit zwei mythischen Waffen, mit einigen Skins und natürlich eine kostenlose Gleiter durch Map. Also war das ein riesengroßes Paket und der erste Mini-Battle-Pass. Und schaut euch diesen Mini-Battle-Pass an, merkt ihr, da war kein Skin oder so drin, wie es dann üblich war. Tatsächlich ein paar Emotes, ein paar Level und einige Geschichten, aber das war der erste Mini-Battle-Pass und der war noch gar nicht so krass. Würden wir so einen heute bekommen, wäre das Geheule groß, kann ich mich gut dran erinnern, ne? Was haben die Leute bloß gesagt, wo es in Chapter 1 gar keinen gab, ne? Und das meine ich halt nochmal damit, Gewohnheitstiere sind wir. Ja, jetzt kriegen wir üblichen Battle-Pass, Mini-Battle-Pass kommt das zwei Seasons nicht, Fortnite, scheiß Game, gibt sich keine Mühe mehr. Das ist das, was viele nicht verstehen wollen, aber, na gut, wir schweifen ab. Es geht natürlich, wie gesagt, um diesen ersten Battle Pass. Und er war sehr, sehr cool, meiner Meinung nach. Dann in der Season 4 Chrome Paradise kam gar nichts mit einem Mini-Battle Pass. Gut, haben wir nicht gedacht, haben wir nicht gewusst, dass es dann üblich war. Dann schallert's mit Chapter 4 rein. Dann kam in Chapter 4, meiner Meinung nach, ein wunderbares Event. Und zwar das sogenannte Most Wanted Event. Das Most Wanted Event war cool. Das war so ein Räuber-Event, ne? Mit bei der Bowlingbahn, ne? Und das war richtig schön. Da hatten wir coole Skins im Item-Shop. Dann erst später, ich glaube, die kamen noch nicht mal in der Season 1 rein. Aber wir hatten einen Mini-Battle-Pass. Und da hatten wir dann auch erstmal einen kostenlosen Skin drin. Ne? Most Wanted, ein Skin und so. Aber jetzt kommt es nämlich. Jetzt kommt der Hammer, Freunde. Denn wisst ihr, ich habe ja eben Dragon Ball war der erste. Da gab es nur eine Reihe, wie ihr gesehen habt. Und auch hier Most Wanted hatte nur eine Seite. Jetzt beim Avatar, kommen wir dann gleich dazu, habt ihr oben eine kostenlose Seite und unten eine Seite, die ihr euch kaufen müsst. Quasi so eine Reihe. Und der Most Wanted Pass mit einem Skin und so und mit der Spitzhacke und auch Dragon Ball, wo jetzt nur Emotes waren, die haben tatsächlich beide nichts gekostet. Habt ihr free bekommen. Ihr hattet die Aufgaben und konntet euch natürlich Stufen kaufen für V-Bucks, dass ihr den schneller durch habt. Aber diese zwei oder diese zwei ersten Pässe waren im Prinzip für euch alle kostenlos. Wer da gezockt hat, hat die Belohnungen alle free bekommen, genauso wie ich. Ich habe die natürlich auch. Und das ist doch cool, war tatsächlich für alle kostenlos. Und dann fing es natürlich an mit, ihr wisst Bescheid, Chapter 4, Season 1 Most Wanted. Warum? War ja auch noch free. Dann kam Season 2 und da kam ja auch wieder Star Wars. By the way, dieses Jahr auch wieder My Star Wars. Und ne, in Chapter 4 hatten wir dann Mini-Battle Pass und ein cooles Star Wars Event. Hey, er hatte coole Waffen und so. Und hatte auch Mini-Battle Pass hier mal eingeblendet mit coolen Skins. Und da war es tatsächlich das erste Mal so mit einer Pay-Seite und einer Seite, die ihr euch nicht payen musstet. Und diesen Battle Pass, wie gesagt, gab es das erste Mal einen Pass mit, wo ihr kaufen musstet. Ihr habt zwar auch einen Skin bekommen, ohne euch was durchzukaufen, beziehungsweise ihr musstet euch den Battle Pass ja kaufen, um Darth Maul und so zu bekommen. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, habt ihr trotzdem so einen Trooper bekommen, kostenlos. Also wie jetzt im Prinzip hat da quasi die Ära angefangen, eine Seite free, eine Seite kostenpflichtig. Und auch diese Battle Pässe waren cool. Und um da mal ein bisschen einzugreifen, diese Battle Pässe bringen natürlich immer coole Kollabos mit Item Shop Skins, mit
mit mythischen Waffen und einer zweiwöchigen Kollabo oder so, ne? Und das ist das, was halt cool ist. Es ist nicht nur ein Pass ohne Bezug, ohne nix. Dazu kommt was. Dazu kommen Skins, Cosmetics, ne, Fortnite irgendwie, ein kleiner Trailer dazu. Und in-game natürlich dann auch mythische Waffen, was ich cool finde. Und auch oft dazu noch ein paar kleine Map-Changes. Wie bei Star Wars gab es ein paar Star Wars Außenposten mit Order 66 und so. Das war cool. Und genau das schätze ich an Fortnite, dass solche kleinen Events stattfinden. Und viele sagen, diese Kollabos machen Fortnite kaputt. Was aber überhaupt wirklich nicht logisch ist. Weil diese Kollabos bringen uns doch mehr. Wir haben uns freiwillig die Chance, das zu kaufen. Zumal wir auch viel kostenlos bekommen. Also ihr könnt euch ja entscheiden, kaufe ich das? Kaufe ich das nicht? Gefällt mir das Thema überhaupt? Dann kaufe ich es mir nicht. Dann kommt vielleicht meine Lieblingsserie, vielleicht Avatar The Last Airbender. Und dann kaufe ich mir die, ne? Oder natürlich die Map-Changes, die cool sind. Die ein bisschen, auch wenn es nicht keine großen sind, ein paar Kleinigkeiten mitbringen. Und natürlich die mythischen Sachen. Ja, oft sind es auch krasse mythische Sachen. Wie zum Beispiel bei Jujutsu Kaisen, mehr mit dem Minipass. Das war crazy, die lila Kugel. Wisst ihr, die ist überall durchgeschallert. Aber es ist natürlich so, die kommen, sind mal für 2-3 Wochen drin, dann war es das wieder gewesen. Ich bin froh, egal wie stark eine Waffe war, die erlebt zu haben. Weil die fand ich immer cool, auch wenn sie zu stark waren. Oft ist man auch geraged deswegen. Aber Freunde, schätzt das, weil es ist mal cool, sowas erlebt zu haben. Zumal es ist nicht dauerhaft. Ne, Star Wars war eine coole Geschichte und das war in der Season 2 der Battle Pass in Chapter 4. Also in Chapter 4 hatte wirklich jede Season bis jetzt natürlich diesen Pass, in Season 1, in Season 2. Dann kam Season 3, die Royal Season, mit dem Dschungelbiom. Und da kam Jujutsu Kaisen rein. Und da gab es natürlich bei Jujutsu Kaisen auch eine kostenpflichtige und eine Gratis-Reihe. Und auch mit einem Skin, vielen Emotes und allgemein Items dazu. Auch in-game gab es natürlich die Items, ne, die mythischen Waffen. Und das ist cool gewesen, dass es in jeder Season so einen Pass gab. Weil da, wir wussten dann, beziehungsweise wo wir wussten, dass die kommen, auch wenn es erst kurz davor angekündigt worden ist. Ja, geil, wir können uns doch auf so ein zweiwöchiges oder dreiwöchiges Event freuen. Und das war natürlich cool, das hat die Season gefüllt. Das hat noch mehr Content als so reingebracht. Und das war sehr, sehr cool. Und Chapter 4, Season 4 war ja die Last Resort Season. Da kam kein Pass. Das war das mit der Eclipse, K2Forn und so weiter und so fort. Und da kam tatsächlich kein Mini-Pass. Ich kann mir das gut vorstellen, ne, weil es natürlich relativ am Ende des Chapters war und für OG-Season ein bisschen geplant worden ist. Also kam da keine. Wir hatten mit Payday eventuell ein paar Spekulationen. In der OG-Season, gut, war klar, gab es keinen Mini-Battle-Pass. Also es gab schon einen Mini-Battle-Pass. Das war aber der Haupt-Battle-Pass, weil die Season war kürzer. Dementsprechend hatte der Battle-Pass nur 50 Level und so weiter. Aber richtig cooles Teil meiner Meinung nach, ne. Die Season 4 kam nix, OG Season kam nix, dann startete Chapter 5 und unser altbekannte Minipass kam auch wieder mit einer wunderschönen Kindheitsserie in-game. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles. Alter Falter, war das eine geile Kollabo. Alle vier Ninja Turtles, Master, Splinter, Shredder und das war natürlich so, dass wir tatsächlich auch mythische Waffen in-game hatten. Auch ein riesen Kollabo mit all-inclusive quasi. Da war eigentlich alles. Ein Trailer, mythische Waffen, Map-Changes, ne? Wir hatten ja sogar einen eigenen Ort dafür. Wir hatten sogar einen Cinematic-Trailer für diese Kollabo. Und der Pass, wie gesagt, eine kostenpflichtige Sache und eine unkostenpflichtige Reihe, wenn man so sagen möchte. Und das war wunderbar. Mir hat die Kollabo gut gefallen. Man hat den Shredder-Skin bekommen bei der kostenpflichtigen Variante und den Super-Shredder, wenn man durch war. Meistens kriegt man keine Skins, wo man den Battle Pass zahlen musste. Wir hatten Most Wanted, da hatten wir diese Jägerin als Skin bekommen, aber nur, weil das auch ein komplett freer Pass war. Seitdem die Pässe eine Reihe kostenpflichtig sind und eine Reihe free, sind meistens in den kostenlosen Reihen sowas wie eine Mode, sowas wie eine Spitzhacke, Spraymotiv oder so, aber eigentlich immer nur Skins in der kostenpflichtigen Reihe. Cool, Ninja Turtle war ein cooles Ding, auch wenn ich es schade fand, dass alle vier mythische Waffen von den Ninja Turtles eigentlich im Prinzip dieselben waren mit denselben, Damage und so, kam dann jetzt in Avatar, ne, kam frisch aktuell, stand aktuell, weiß jeder, kam das rein und der Avatar Pass, Avatar kennt man, ich persönlich habe es nicht sehr viel geschaut, aber Avatar, ein mega cooler Mini Battle Pass mit einer kostenpflichtigen Reihe, die, wo wir natürlich Aang bekommen mit seinem Superstyle und die unkostenpflichtige Reihe, wo wir halt eine Spitzhacke und so bekommen, ein paar Emotes und so und der gefällt mir, gefällt dieser Mini Battle Pass. Und warum habe ich dieses Video gemacht? Ja, ihr wusstet wahrscheinlich alle Battle Pässe so. Ich habe das gemacht, um euch die nochmal aufzulisten und zu sagen, dass das einfach geil ist, dass diese Mini-Battle Pässe richtig cool für Fortnite sind und ich hoffe, dass die natürlich fortgesetzt werden. So wie jetzt, vielleicht nicht jede Season, jede zwei Seasons und natürlich auch noch mit mega coolen Kollabos, ne? Es gibt ja noch so viele Themen, die kommen könnten, so viele Animes, Serien, Filme, Videospielreihen, die wir erwarten können, worauf ich richtig Lust habe. Schreibt mir
euren Lieblings-Mini-Battle-Pass mal in die Kommentare. Den ihr am meisten gefeiert habt. Ob ihr euch wünscht, dass die wieder komplett free werden. Obwohl ich das gar nicht so finde. Denn natürlich muss Fortnite da ein bisschen auch verdienen. Ganz klar. Macht jedes Game. Und 1000 V-Bucks für die ganzen Items sind auch nicht sehr viel. Und in dem Sinne, Freunde, war es das mit dem Video gewesen. Eure Meinung, wie gesagt, gefragt in den Kommentaren. Und in dem Sinne war es das gewesen. Haut rein. Euer Schmerle und ciao.